Hallo Leute, das Thema Identifikation lässt mich nicht los. Es ist wirklich so spannend. Ich habe gerade nämlich mit zwei Freunden unterhalten, die auch komplett anderer Meinung waren wie ich. Und ja, schaut einfach selbst. Hallo Leute, noch ein Nachtrag zum gestrigen Video über Identität. Ich habe mich gerade mit zwei Freunden auch über ein sehr ähnliches Thema unterhalten. Also es hat sich sehr überschnitten mit dem Thema über Identität gestern, weil tatsächlich meine beiden Freunde eher gemeint haben, dass Desidentifikation der Weg ins Paradies ist sozusagen und auch der gute Dominik hat ja gestern kommentiert und ich glaube, er hat das Gleiche gemeint. Ich glaube, im Endeffekt kommt es darauf hinaus, dass ob du dich jetzt mit allem identifizierst, also mit allem einfach, mit deinen Mitmenschen, mit deiner Welt, mit allem identifizierst und sagst, ich bin alles, oder ob du dich mit gar nichts identifizierst und sagst, ich bin das Nichts. Ich glaube, dass es im Endeffekt auf dasselbe hinauskommt. Für mich ist intuitiv halt das Ich bin alles einfach schlüssiger. Aber ja, es ist mir einfach gerade aufgefallen, dass es so viele Fälle von diesen zwei Polaritäten gibt. Dass es eben die eine Variante gibt, mit einem Problem umzugehen, die andere Variante gibt, mit dem Problem umzugehen. Und du findest immer die Lager dafür auch. Du findest immer die Leute, die eins von beiden Themen extrem krass hochhalten und der Meinung sind, dass das sozusagen der Weg zum Glück ist. Und zum Beispiel, wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du etwas manifestieren möchtest und du hast es nicht und du leidest darunter, dass du es nicht hast, du sehnst dich sehr nach etwas, du hast einen großen Wunsch, eine große Sehnsucht und du kannst es nicht manifestieren, dann liegt das ja daran, dass dein Selbstbild das nicht zulässt. Also, dass du einen Selbstbild unbewusst in dir verankert hast, das da sagt, du kannst es nicht erreichen, du wirst es nicht erreichen, du bist nicht dazu bestimmt, das zu erreichen, du bist nicht gut genug, um das zu erreichen und solche Sachen. Und ja, ein Weg, der auf jeden Fall nicht zum Glück führt, in meinen Augen, ist, denke ich, dann gegen dieses Selbstbild zu kämpfen. Das ist genau nämlich der Weg, den man genau dann macht, wenn man sich nicht daraus lösen kann aus diesem Konflikt. Also man versucht zu sagen, doch, doch, ich muss das, aber ich kann es nicht und doch, ich muss und ich kann nicht und dann dieser Konflikt, der geht dann immer hin und her und das ist genau der Zustand des Problems, die Ausgangssituation in meinen Augen. Und dann gibt es für mich so zwei Varianten. Erstmal die Schattenarbeit, indem du dich 100% voll mit deinem Schattenselbstbild identifizierst. Das heißt, dieses Bild von, ich kann das nicht erreichen. Ich kann das nicht schaffen. Wenn du dich damit identifizierst und das annimmst und akzeptierst, dann tut es erstmal furchtbar weh. Und das tut unglaublich weh, weil das genau das ist, wogegen du kämpfst die ganze Zeit. Und ja, wenn du dich da voll und ganz damit identifizierst, dann glaube ich, dass nachdem es dann so krass wehtut, nachdem du da voll reingegangen bist in dieses furchtbare Gefühl, diese Hölle, deine persönliche Hölle, dass sich das dann auflöst, dass es dann die Kraft verliert und dass es dann ja, einfach wie wenn man sich total krass ausweint und dann wieder irgendwie dieses Glücksempfinden bekommt, einfach. Ja, ich glaube, dass aber das nur der erste Schritt ist. Und der zweite Schritt ist dann auch Ausschau zu halten nach anderen Selbstbildern, nach anderen Aspekten von einem selbst, die man vielleicht bisher noch gar nicht kannte. Also, und deswegen sage ich, das sind so zwei Polaritäten, weil die sozusagen so widersprüchlich sind. In der einen Variante sagst du, okay, ich gebe zu, ich bin nicht fähig, das zu erreichen, ich kann es nicht, ich bin nicht dazu bestimmt, ich lasse es zu, dass es so ist, ich lasse es zu, dass ich nicht gut genug bin, ich bin nicht gut genug, ich akzeptiere das.
Und in der anderen Seite sagst du, vielleicht kann ich es ja doch. Vielleicht gibt es ja diesen Teil in mir, der das sehr wohl kann. Und vielleicht gibt es diesen Teil in mir, für den jetzt gar kein Problem ist. Vielleicht gibt es diesen Teil in mir, der damit überhaupt gar kein Problem hat. Und das Lustige ist, dass das genau diese beiden Sachen sind, die so gegeneinander kämpfen, die aber unglaublich wirken können, glaube ich, wenn du sie beide stehen lässt, ohne sie in einen Konflikt zu verwickeln. Um ehrlich zu sein, ja, weiß ich auch nicht so konkret, wie das genau dann ausschauen soll. Ich beschreibe gerade nur eine Intuition von einem Bild, das ich schon ewig lange hatte, aber das sich sehr, sehr, sehr schwer nur in Worte fassen lässt. Weil, wie gesagt, es gibt dann die Leute, die repräsentieren den einen Teil, die sagen, du musst es fühlen, du musst es zulassen, du musst dich so akzeptieren, wie du bist. Und den anderen Teil, der sagt, du musst nach vorne schauen, du musst dich umprogrammieren, dir neue Glaubenssätze eintun, damit du wieder daran glaubst, dass du es schaffen kannst. Und was ist der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass beides die richtigen Wege sind. Das ist das, was ich glaube. Sie sind nur dann nicht die richtigen Wege, wenn sie sich gegenseitig aufheben. Und sie sind dann die richtigen Wege, wenn sie sich ergänzen. Das ist vielleicht die Erkenntnis daraus. Ja, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Schreibt mir doch einen Kommentar, wie ihr das seht, welche dieser beiden Aspekte ihr für den richtigen haltet. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Peace.